Und herzlich willkommen bei Chris is Delicious. Es ist wieder Brotzeit bei mir und da habe ich gedacht, ich nehme euch mal mit, denn wir zaubern heute eine richtig leckere Buttermilchkruste. Dieses Rezept ist wirklich schon lange hinfällig, denn das hat sich eine Zuschauerin schon letztes Jahr von mir gewünscht. Aber jetzt setzen wir das Ganze um. Ich habe nämlich ein bisschen rumgewerkelt, bis mir das Rezept auch wirklich gefallen hat. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, damit wir auch direkt starten können. Für unsere leckere Buttermilchkruste benötigen wir natürlich einmal Buttermilch. Das sind 500 Gramm. Dann benötigen wir 20 Gramm Zuckerrübensirup. Wer kein Zuckerrübensirup da hat, kann natürlich stattdessen auch Honig oder Zucker verwenden oder Agavendicksaft. 100 Gramm Wasser. Dann benötigen wir noch einen Esslöffel Balsamico-Essig, den dunklen. Das sind bei mir in etwa 10 Gramm gewesen. Außerdem benötigen wir noch 2 Teelöffel Salz, einen halben Hefewürfel. Ich verwende jetzt hier noch einen Teelöffel Brotgewürz. Wer das nicht mag, kann das einfach weglassen. Das ist kein Problem. Außerdem benötigen wir noch 400 Gramm Dinkelmehl Typ 1050. Außerdem benötigen wir noch 370 Gramm in etwa Dinkelmehl Typ 630. Und außerdem benötigen wir noch 60 Gramm Roggenmehl Typ 1150. Ich habe das ganze Rezept jetzt natürlich auf Dinkelmehl umgewandelt. Wer aber lieber auf Weizen umsteigen will, der kann das auch problemlos machen. Das funktioniert genauso. Dinkel habe ich jetzt ausgewählt, weil ich Dinkel als Geschmack sehr mag und weil Dinkelbrote allgemein auch immer mehr gefragt sind, weil einfach immer mehr Menschen auf Weizen reagieren oder komplett darauf verzichten wollen. Als erstes starten wir natürlich wie immer mit den flüssigen Zutaten, unserem Hefewürfel, und dann lassen wir das Ganze im Thermomix erwärmen für 4 Minuten 37 Grad, Stufe 2. Und jetzt wiegen wir einfach nur alle Mehlsorten hinein und geben dann die restlichen Zutaten hinzu und lassen das Ganze auf der Teigknetstufe verkneten, bis sich der Teig vom Rand löst. Gegebenenfalls gibt ihr einfach nochmal von oben ein bisschen Mehl hinzu. Jetzt nehmen wir den Teig auch raus und geben ihn auf unsere bemehlte Teigmatte, formen ihn zu einer schönen Kugel und lassen ihn einfach so lange aufgehen, bis er sich verdoppelt hat. Das dauert in etwa so eine Stunde. Und ganz wichtig, abgedeckt. Also ich mache das jetzt einfach in der großen Nixe und stelle die wie immer hinten auf die warme Fensterbank. Währenddessen der Teig hinten auf der Fensterbank noch aufgeht, bereite ich jetzt einfach schon mal den Ofenmeister vor. Ihr könnt jetzt natürlich das Brot, ich mache jetzt, teile das Brot in zwei Teige und backe dann quasi einen Zwilling im Ofenmeister. Man kann das Ganze natürlich aber auch in zwei Lillis, zubereiten, wem die Form da besser gefällt, oder man lässt es einfach als Ganzes. Und ich fette jetzt den Ofenmeister mit meinem Bratenöl von Alnatura ein, also einfach ein hitzebeständiges Öl, denn wir backen bei 220 Grad. Das sollte auf jeden Fall Hitze aushalten, euer Öl. Bemehl das Ganze noch ein bisschen und dann formen wir gleich auch schon den Teig.
So, der Teig ist wunderschön aufgegangen. Jetzt bemehlen wir unsere Teigmatte, geben den Teig da hinein, teilen ihn glatt durch zwei. Ich hoffe, dass ich ihn kriege. Manchmal ist da mein Sinn für gleiche Proportionen total falsch. Aber ihr teilt ihn einfach durch zwei. Wer da nochmal ganz, ganz sicher gehen will, der kann den Teig auch wiegen und dann einfach durch zwei teilen und nochmal abwiegen. Dann weiß man ganz genau, dass man zwei gleich große Brote hat. Und dann formen wir den wie gewohnt zu einer schönen Teigkugel. Und immer den Teig von außen nach innen drücken. Und dann legen wir den Teig jetzt einfach in den Ofenmeister, geben dann noch mal ein bisschen Mehl oben drüber. Das ist einfach nur just for show, einfach damit das Brot von oben dann schön aussieht. Und wenn ihr mögt, ritzt ihr jetzt einfach noch irgendein Muster ein, so wie ihr wollt. Und dann kommt jetzt der Ofenmeister in den kalten Backofen, wie immer unten in die unterste Einschubleiste. Und dann stellen wir den Backofen auf Ober-Unterhitze 220 Grad für etwa eine Stunde ein. Dann nehmt ihr mal den Deckel weg, schaut, ob euch die Kruste schon gut genug ist. Nehmt das Ganze noch ein bisschen zu hell ist, der entfernt den Deckel und guckt dann einfach nach 5 Minuten, maximal 10 Minuten. Also bei mir reichen immer 5 Minuten aus. Ansonsten verbrennt das Brot dann schon von oben. Also am besten den Timer auf 5 Minuten stellen und dann schauen und dann stürzen wir das Brot dann auch direkt auf unser Abkühlgitter, damit es komplett abkühlen kann und nicht wieder weich wird. Also uns schmeckt das Brot so wirklich richtig, richtig gut. Mein Tipp an euch ist auf jeden Fall, das Brot komplett abkühlen zu lassen, dann Scheiben runterzuschneiden und am besten das komplette Brot in Scheiben und dann so in Scheiben in portionsgerechten Tüten einfach einfrieren. So schmeckt es nämlich wirklich ganz, ganz frisch. Wenn man das nämlich, also wenn ich es oben in der Brotdose lager, dann trocknet es immer, also wird es immer trocken und die Kruste, die verschwindet dann nämlich auch. Und so holen wir uns das dann immer aus dem Gefrier raus. Ich tue es dann einfach mittags schon raus für abends und wir toasten das und dann schmeckt es wirklich wie ganz, ganz frisch gebacken. Und was auch noch ein Tipp ist, ich backe immer gleich mehrere Brote. Also wenn ich den Ofenmeister benutze, habe ich ja jetzt da schon zwei drin. Ich habe jetzt parallel in der Lilly nochmal mein Schaubrot zubereitet. Mit Körnern ist das ja schön versehen. Und da finde ich immer den Mix schön, wenn man sich Tütchen zurecht macht mit hellem Brot und auch mit Körnerbrot. So habt ihr auch immer so ein bisschen Auswahl und isst nicht immer dasselbe. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr probiert es mal aus und das war eine kleine Inspiration für euch. Wenn ihr euch noch irgendwelche Rezepte wünscht, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.